Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Grandia. Tja, beim letzten Mal haben wir in der Endphase der Folge noch unsere ganzen Sachen aufgewertet. Ich habe tatsächlich nochmal ein paar neue Sachen gekauft, denn ich war ein bisschen trainieren. Nicht viel, ich habe mit Fina mindestens ein Level gemacht. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich bin mal hier an unseren Koffer gegangen und habe mal die ganzen Sachen verkauft und angewendet, denn es gibt solche Rollen in dem Spiel oder besser gesagt solche Zettel, die kann man verwenden, um einzelne Sachen aufzuwerten, zum Beispiel Feuer und so und die Fähigkeiten und Trefferpunkte. Zum Beispiel bei Justin habe ich auch nochmal 3 Trefferpunkte extra bekommen. Und ja, und ich glaube, Fina hat auch noch neue Zauber. Sie kann jetzt heilen. Grüne Kraft heilt Gift bei einem Freund. Das ist ziemlich nützlich. Diese Pflanzenfähigkeiten, die sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen. Und was ich jetzt auch noch machen sollte, ich kann mich leider hier nirgendwo aufladen. Es gibt keine Möglichkeit, schlafen zu gehen oder eine Heilstation zu finden. Das, was ich jetzt machen werde, ich werde Beben trainieren. Denn ich möchte noch ein paar nette Fähigkeiten. Warte mal, ich gehe mal am besten auf Technik. Und dann gucke ich mir das mal gerade an. Und zwar hier gibt es noch ein paar Sachen, die ich sehr gerne haben möchte. Und beim Justin gibt es auch noch mal ein paar Sachen. Wo habe ich jetzt eigentlich Heilen freigeschaltet? Das steht hier gar nicht dran, die grünen Sachen. Obwohl ich alle Fähigkeiten habe. Ach so, das ist eine extra Fähigkeit, eine Spezialfähigkeit. Stimmt. So. Was wir jetzt machen müssen, ich habe alles vorbereitet, alles verkauft. Dann gehen wir mal in das Dorf. Das Dorf ist gar nicht mal so groß. Wir müssen jetzt mit den Oberältesten reden. Und ich habe den schon mal gesucht, der ist hier drin. Ist, glaube ich, der Vater von Rapp oder so. Nee, wo ist er denn? Ach, hätte ich gerade unten. Hoppala. Da springe ich einfach wieder runter. Sieht aus wie ein Schlüsselloch, das Loch da irgendwie. So, Opa, wo bist du? Wir brauchen unsere Mission, Alter. Ich habe auf dich gewartet, Rapp. Und wen haben wir hier? Oh, das hier sind Justin und Fina. Sie waren eine große Hilfe für Nikki. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute euch mit denen im Turm verwechseln. Ihr seht ihnen ähnlich. Diese scheußlichen Leute im Turm der Verdammung. Was ist der Turm der Verdammung und wo sind diese Leute? Ich glaube, er meint diese Milizen aus der anderen Welt, aber das kann doch nicht sein. Die Leute aus Carrefour haben nicht immer in dieser Gegend gelebt. Der Wald, wo wir früher lebten, wurde versteinert und zerstört. Das ist gleich passiert, nachdem diese bösen Menschen den Bau des Turms der Verdammung in der Nähe des Waldes beendet hatten. Das ist schrecklich. Ja. Rapp, gehst du dort heute hin, nach Alt Carrefour in den Steinwald? Ja, natürlich. Du weißt doch, ich gehe dort jeden Tag hin, damit sie nicht einsam werden. Rapp, kannst du uns mitnehmen zum Steinwald? Hä? Was habt ihr dort vor? Der Wald ist gefährlich, wisst ihr? Ich muss es einfach mal mit meinen eigenen Augen gesehen haben. Bitte, Rapp. Okay, wenn ihr wollt. Ihr Abenteuertypen seid schon ein komischer Haufen. Alles klar, also dann. Mal los, der Steinwald ist nördlich von hier. Kommt mit und folgt mir. Warte, Rapp. Ich weiß, du hast das schon gehört, aber Carrefour ist eine geschlossene Gemeinde. Wir haben speziell für euch als Rapps Gäste eine Ausnahme gemacht. Also macht bitte keinerlei Ärger. Okidoki, wir haben unsere Mission. Das freut mich. Nein. Oh, nein. Ich hasse sowas. Kennt ihr das, wenn ihr aus Versehen wieder in eine Tür reingeht und ihr müsst 1000 Stunden lang laden? Ich drücke jetzt einfach mal den Knopf. So ist das am besten. Am besten gar nicht bewegen. Einfach den Knopf drücken. Und schon geht das hier weiter. So. Es wäre echt schön, wenn wir mal ein bisschen freundlicher hier begrüßt werden. So, wir sollen nach Norden gehen. Wo ist Norden? ich denke mal, es ist das rote Teil, oder? Das rote Teil zeigt mir Norden an. Hier ist was. Gibt es hier Steine? Also hier, das ist nicht der Steinwald. Hier gibt es auf jeden Fall keine Tür. Das große Rätsel, wo geht's lang? Das Dorf ist aber nicht sehr groß. Das finden wir bestimmt gleich. Es sei denn, ich müsste noch mal irgendwo anders hin. Also hier gibt es auch nichts. Da ist Dead End. Keine Ahnung, wo die mich jetzt hin... Da war doch noch mal was. Ich bin hier doch noch mal irgendwo hingekommen, oder? Da war noch mal irgendwie... Oder ich müsste durch diese Häuser da gehen. Ich
bin mir aber nicht sicher. Okay, warum klingelt es hier so komisch? Das verstehe ich nicht. Okay, dann gehe ich nochmal hier oben lang, aber da gibt's auch nichts. Da ist nur das Haus vom Cheffe. Guten alten Cheffe. Und da geht's auch nicht wirklich weiter. Keine Ahnung, wo die mich hinbringen wollen. Ich soll ja eigentlich rabfolgen, da könnt ihr mir echt mal zeigen, wo es hingeht. Aber hier war doch noch irgendwie so ein Blütengarten, wenn ich mich nicht ganz... stimmt. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Wir gehen einfach mal raus. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ja, da ist er. Also, Mann, bin ich blöd. Hätte einfach nur rauslaufen müssen. So, dann bin ich mal gespannt, was uns hier für Gegner entgegenkommen. Hier war ich noch nie in dem Gebiet und wir werden natürlich gleich angegriffen. Das ist aber gut. Denn dann können wir erstmal unsere ganzen Fähigkeiten hier anglotzen. Na, es ist eigentlich nur eine neue hinzugekommen, aber wir haben gut Punkte dazu bekommen. So. Wo ist denn die Fähigkeit? Ah, da ist er ja schon. Fiora Zaubersymbol blockiert Technik für einen Feind. Das heißt, wir könnten bei Bossgegnern ordentlich dem ihre Attacken blockieren. Das ist cool. So, jetzt sind es aber 4 von denen. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen... Ach, stimmt. Ich will ja Beben trainieren. Ja, dann machen wir das einfach mal. Nimm das. Auch wenn es nicht so viel wirkt. Wir haben ja noch 2 andere starke Leute bei uns. Und mit Justin will ich Wind trainieren. Das ist echt komisch. Nur weil die eine andere Farbe haben, haben die schon wieder ganz andere Spezialpunkte. Die anderen sind ja so ein bisschen braun. So, der gute alte Rab. Vielleicht sollten wir doch mal mit Geschoss angreifen. Ich greife den jetzt einfach mal an. Ich will sehen, wie viele Punkte das anrichtet an Schaden. Nimm das! Sofort tot, oder? Ja, 300 Punkte. Ich glaube, diese Dinge haben auch nur 300. So, V-Slash könnte ich einsetzen. Ich will natürlich den Heuschlag. Oh, ich habe ja gar keine Z-Punkte mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, einfach mal Heuler. Und zwar, diese sind sowieso schon geschwächt. Dann sind die wahrscheinlich gleich weg. So, bei The Binding of Isaac wäre Heuler natürlich auch sehr cool, ne? Lol. Nö, das hat eigentlich kaum was gebracht. Aber, ja stimmt, ich habe Justin diesen ganz teuren Schild gekauft. Ich glaube, der bringt jetzt eigentlich was. So, würde ich mal sagen, ich setze nochmal dieses Beben ein. Nein. Ich habe aus Versehen auf alle Heilen gedrückt. Das war natürlich dämlich. So, was machen wir denn jetzt? Das kann ich nicht mehr einsetzen. Tja, Oldschool geht's weiter. Der hat nur noch 66, vielleicht schaffe ich es ja. So, der gute alte Rab, der macht mal den hier fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, es macht bestimmt nur 20 Punkte Schaden, weil es so schwach ist. Weil die Gegner da nicht so empfindlich sind, oder? Oh, ganz gut. So, jetzt werden wir völlig unnötig geheilt. Ja, den Angriff habe ich verwurschtelt. So, komm schon, Justin, schnell. Jetzt machen wir den einfach so fertig. Yeah, Schwertstufe. Mann, bei Justin geht das echt schnell mit den Schwertstufen. Aber bei den anderen beiden dauert es immer so ewig, bis die eine Waffe aufgeladen haben. Bis sie dafür mal ein Stück weiterkommen. Gegengift gegen... Ja, wir brauchen das gar nicht mehr. Können wir gerade wegschmeißen eigentlich. Weil wir haben ja jetzt den Zauber von Fina. Ich hoffe, das hilft auch gegen Plagen und sowas. So, hier lag noch was. Bisschen Kohle. Davon habe ich jetzt ordentlich in der Tasche. Okay, ich habe auch wieder was ausgegeben, aber immerhin. So... Oh, das sieht aus, tatsächlich aus wie das Kafu-Dorf, nur ein bisschen anders. Ein bisschen verrottet. Als ich in Nikis Alter war, tauchten diese Typen in diesem verfluchten Turm auf. Dann wurde das Dorf zu Stein. Die Leute, die diese Zeit überlebt haben, haben das heutige Dorf gebaut. Seit meiner Kindheit habe ich nicht so viel arbeiten können. Aber ich habe die Entschlossenheit, diesen Turm zu zerstören, wenn ich erwachsen bin. Da stand doch gerade jemand, oder? Nee, was sind das für Eier? Was sind das für runde Felsen? Sie sind meine Eltern? Ich kann es gar nicht lesen so schnell. Justin? Das ist falsch, was meinst du, Rab?
Selbst wenn wir ihn zerstören wollten, würden wir das alleine schaffen? Klar können wir das, wir müssen es tun. Okay, los, Jazz. Richtig, lass uns gehen. Oh, warte mal, hast du mich Jazz genannt? Ja. Naja, bis ich Justin gesagt habe, bin ich bestimmt eingeschlafen. Jazz ist okay, also sage ich Jazz. Weiter, der verfluchte Turm ist auf der anderen Seite des Waldes. Okay, ich guck mal, dass ich in der Nachbearbeitung das hinkriege, dass ich das nochmal nachsynchronisiere, was da gerade stand. Weil der Text geht mir dann immer so schnell. Der geht dann immer so schnell voran. Kann man hier irgendwo reingehen? Nicht, ne? Nochmal extra Waffen, alte Waffen ab... Oh, Geld. Ja, warum auch nicht? Alte Waffen abstauben, das wäre natürlich cool. Hä? Der ist versteinert. Hallo? Sogar ein Kind. Dieser hier hat einen kleinen Bruder. Als er sich im Stein verwandelte, war der kleine Bruder erschüttert. Er schreite, ich will mich nicht von meinem Bruder trennen. Ich werde mich in Stein verwandeln und hier bleiben. Was kannst du dazu sagen? Wir alle wissen, was er empfindet. Okay, ich aktualisiere mal kurz unseren Cursor. Und da sehen wir auch schon ein paar schöne Sachen, die holen wir uns gleich. Gegner scheinen hier wohl nicht zu sein. Wir sind eben noch im Dorfgebiet. Ganz schön gruselig hier. Jetzt, bei Grandia wird es jetzt erstmal interessant, ne? So, hier geht's gar nicht weiter, oder? Nee, das war einfach nur, um kurz mal ein bisschen Kohle abzustauben. Ich kontrolliere natürlich alles. Ich will mal mit allen geredet haben. Hier sind auch jede Menge Items. Nochmal Brot oder Kekse, ist das? Versamen. Ah, okay. Wir reden gleich mit dem. Ich gucke jetzt erstmal kurz ins Inventar. Gegenstände. So, was macht das? Plus 1 Lebenskraft, etwas salzige Samen. Okay, nun ist das halt. Und wo sind die, wo ist das Gegengift? Gegengift, weglegen. Und jetzt bloß nicht vergessen, auf Benutzen zu gehen, damit es nicht in diesen Einstellungen bleibt. So, was hat er uns zu sagen? Dieser wurde gereinigt. Und wozu dienen diese Nahrungsmittel? Jemand ist sicherlich hier gewesen. Wenn es dein Fleisch und Blut ist, ist es schwer, sie aufzugeben. Du weißt, dass es gefährlich ist, zu kommen. Du kannst ihnen nicht helfen. Hm, das ist ja echt traurig. Da wurden einfach die ganzen Verwandten versteinert. Und die bringen immer nochmal Opfergaben. Oh, hier ist sogar eine Kiste. Lehm, nicht so gutes Item, aber... Immerhin etwas. Nicht, dass wir jetzt die ganzen Opfergaben mitnehmen und nachher einen auf den Deckel kriegen. Ich versuche erstmal alles zu untersuchen. Hier ist nix. Okay, da sind noch ein paar Gegnerchen. Das heißt, da müssen wir als nächstes hin. Ich gucke hier nochmal. Waren wir hier nicht schon? Nee. Hä? Da steht nochmal jemand. Okay. Es wird mir als Person angezeigt. Er lächelt. Er hat wahrscheinlich eine gute Unterhaltung gehabt. Es kann plötzlich geschehen. Er wurde sicher Stein, bevor er es merkte, wie ein plötzlicher Windstoß. Und dann stand die Zeit still. Sie stehen da, wo sie waren und lächeln. Sie sind alle so, wie sie waren. Hm. Kann ich da durchlaufen? Ja. Hier war ich schon? Nee. Was haben wir hier für einen? Dieser alte Mann ist vor kurzem zu Stein geworden. Man hat ihm gesagt, dass es gefährlich ist, herzukommen. Er konnte das Dorf nicht vergessen und kam bis hierher. Es war zu spät, als sie ihn gefunden haben. Wir stellten ihn auf diese Höhe und er schaut auf das Dorf. Der alte Mann hätte sich darüber gefreut. Okay. Mann, das ist ja sehr deprimierend, die ganze Stimmung hier. So, da geht unser Cursor hin. Hier war ich schon, ne? Ja, da war ich schon. Moment mal, ich gehe trotzdem nochmal auf den Cursor. Hm, ja, da brauche ich gar nicht lang gehen. Das ist eine Sackgasse. Hier muss ich nämlich lang. Da ist auch nochmal was. Tut mir leid, es nützt mir gerade mehr als dir. Zaubersamen? Hey, Bruder Nagi. Es ist lang her. Wie ist es dir ergangen?
Kennst du diesen Jungen, Rab? Ja, das ist Nagi, einer der Jungs aus der Nachbarschaft. Den kenne ich von früher, aber jetzt bin ich der Ältere. Okay, sie sind wohl völlig in der Zeit gefangen. Mit dem haben wir schon gesprochen. Da ist nochmal eine Aktualisierung, die habe ich ja gerade schon mal. Ah, okay. Da geht's lang. Immer schön orientieren. Hier kommen gleich zwei Gegner, wenn ich mich nicht täusche. Hier. Ja, wo sind die beiden? Alles steht still. Sollen wir hier nochmal lang gehen? Hier sind die Gegner, die würde ich gerne besiegen. Nicht, dass... da geht's ja gar nicht weiter. Steinwald 2. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Na, aktivierst du das bitte? So. Jetzt sieht's aber komisch aus. Ich gehe mal erst zu der Blume lang. Okay, da sind die Gegner. Die haben wir wahrscheinlich vorhin gesehen. Die machen wir jetzt erstmal platt. Ja, sogar die ganze Kampfebene sieht anders aus. Süße Motte wollen wir aber nicht. Was machen wir als nächstes? Wir müssten ja im Grunde genommen unsere ganzen Tech-Punkte einsparen. Mann, das ist echt enorm, wie viele wir hier haben. Ja, komm. Was soll ich einsetzen? Ich versuch's mal... Was haben wir hier? Ich versuch's mal mit Graben. Das habe ich meine Zunge total verschluckt. Jetzt, das bindet alle Feinde mit ein in den Angriff. Oder nee, das hat uns geheilt. Verdammt, das war doch eine andere Attacke, als ich dachte. So, mein Lieber. Was sollen wir... Ach, wisst ihr was? Wir greifen jetzt einfach mal normal an. Fien angreift... Ach nee, den hätte ich nicht angreifen sollen. Das war dumm. Da hätte ich einen Angriff verbraucht. Aber Fina, ist Fina stärker als Rab? Er hat gerade nur die Hälfte abgezogen, so wie ich das gesehen habe. So, mein Lieber. Jetzt gucke ich nochmal auf die Punkte. Na, zieht. Ja. Fina hat mehr abgezogen irgendwie. Aber Rab ist ja auch gerade erst in unser Team gekommen. Oh nein, ich habe schon wieder den Helm. So, ihr kommt auch gleich dran. Das ist wohl der einzigste Weg. Vielleicht sollte ich hier eine etwas stärkere Attacke einsetzen. So, hier nimmt das. Ist das nur auch für einen Gegner? Ich hätte Sepp alle nehmen sollen, aber ich glaube, ich hatte keine Punkte mehr dafür. Treffe ich mehrere? Das sind doch alle, oder? Nee, drei. Na egal. Wir haben sie schon mal ordentlich angegriffen. So, der stirbt gleich. Und dann machen wir mit normalen Attacken weiter. Dann haben wir den Kampf sehr schnell gewonnen. So, noch 18 Punkte. Zack, fertig. Ich frage mich, wann wir endlich in die Savanne kommen. Ich kann es kaum erwarten, Justin die Fähigkeit Wasser zu geben. Damit wir mal endlich seine Trefferpunkte nach oben kriegen können. So, hier ist noch mehr Kohle, Mann. Finden wir echt viel Geld. Sag jetzt nicht, das war eine Sackgasse. So. Okay, das war die Blume. Hier war der Weg, ne? Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Wir klappern alles ab. Komm her! Okay. Sepp greift also sogar mehrere Gegner an, aber es muss ganz dicht beieinander sein. Vielleicht doch nochmal einen Boom. Ja, da haben wir leider keine Punkte mehr. Ja, ich habe das hier mit dem hier verwechselt. Dieses Mal mache ich es aber besser. Dafür hatten wir beim anderen Mal mehr Verteidigung durch die Attacke. Ich habe das sogar mal so gemacht, dass ich den Kampf unglaublich lange aufrecht gehalten habe. Oh, das ist sogar eine gute Attacke. Dass ich den Kampf unglaublich lange aufrecht gehalten habe, indem ich Gatwin damals in den Verteidigungsmodus gesappt habe. Oh, ich hätte den anderen angreifen müssen, aber egal. Indem ich ihn in den Verteidigungsmodus gesappt habe, weil er war ja der Stärkste, hat ja alle Gegner mit einem Schlag besiegt.
Und ich habe dann immer wieder gezaubert, um die Fähigkeit hochzukriegen. Und dann haben die Kämpfe wirklich ewig gedauert. Aber es hat sich gelohnt, da habe ich richtig viele Punkte rausgekriegt. Aber es ist halt immer das Doofe, wenn man so ewig lang leveln muss. Oh, schon wieder Gegengift. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Immer wenn wir einen Gegner besiegen, verändert sich unser Cursor. Da sind nochmal ein paar Motten. Leider sind diese Gegner in der zweiten CD. Die sind sehr, sehr schnell. Wir können denen gar nicht mehr ausweichen. Das ist eigentlich ziemlich unnötig. Wir kommen dann immer in Bedrängnis, dass der Hinterhalt kommt. Also wir müssen sie attackieren. So, hier werde ich mal ein bisschen zaubern. Oder besser gesagt, einfach nur angreifen. Im Umkreis. Das transportiert mich weg. Doppelgänger schafft Kopien von sich gegen einen Feind. Okay, das macht... das ist halt das Dämliche. Das macht so unglaublich viele SP von ihm, nicht ich. Wenn ich nur eine Attacke hatte, die streut, aber nicht so viele Punkte braucht. Ich versuche das jetzt einfach mal einzusetzen. Ich will mal sehen, wie stark Rab ist. Weil die Attacke habe ich noch gar nicht gesehen. Na, ich denke mal, er wird alle treffen, oder? Mit einem Schlag. Na komm schon, Rab. Was, nur drei? Und auf dem Rückweg hätte er nicht noch treffen können, oder? So, Justin macht es, glaube ich. Nee, hat nur einmal zugeschlagen. Fina ist sehr stark mit ihrer Peitsche. Ist natürlich auch neu. Okay, Justin geht schon auf Level 23 zu, das ist gut. Ich auch natürlich. Ich werde bald 23. So, hier gibt's euch nochmal im Doppelpack. Am liebsten würde ich so schnelle Runden machen, dass wir die so richtig schnell besiegen können, aber ich habe halt einfach nicht den passenden Level dafür, ne? So. Wisst ihr was, das machen wir jetzt nochmal. Aber das macht nicht so viel Punkte, ne? Die stehen gerade nicht so gut, oder? Vielleicht sollte ich ihn... Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Justin... Wir zaubern mal wieder. Und zwar... Das hier hat sehr gut geholfen. Na komm schon, Rab. Der gute alte Stefan Rab. Ich habe nur einen getroffen, wirklich. Das ist wirklich lächerlich. Also die Attacke werde ich nicht mehr einsetzen. Da müssten die höchstens, wenn dann... sehr gut stehen. Also die Attacke hätten sie ein bisschen... Die hätten sie vielleicht nochmal nerven sollen. Alles Klärchenbärchen. Die gute alte Fina macht immer den letzten Schlag hier. 250 haben wir von denen gekriegt. Schön. So, schon wieder hat sich der Cursor verändert. Ob das mir immer eine Hilfestellung gibt? Ich weiß es nicht. Komm doch nochmal gleich... Alter, da kommen die einfach angeschissen. Da kommt der angepescht. Die blöden Landschnecken. Die gehen mir langsam auf den Nerven. Da können wir echt mal wieder neue Gegner kommen. So. Ja, jetzt haben wir alle unsere Attacken verbraucht. Ich würde sagen, wir greifen... Ich versuch's mal mit kritisch. Ob das was bringt? Ich glaube, das bringt erst was, wenn die schon ein bisschen weiter unten sind. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich will das mal sehen. 88 immerhin. So, nochmal ein kritischer. Aber es kann ja nicht sein, dass ein kritischer nicht so viel bringt wie ein normaler Angriff. Ich versuch's jetzt einfach mal. Das ist voll dämlich irgendwie mit den kritischen. Und dann brauchen wir so lange, um aufzuladen, das verstehe ich nicht. Kritisch sollte doch kritisch sein, ne? So, der will angreifen, aber dieses Mal machen wir normale Schläge. Das ist ja völlig dämlich. Guck mal, so machen wir viel. Wir haben gerade allein schon mit normalen Schlag 82 Schaden gemacht. So ein Blödsinn. So. Mann, Fina ist echt stark. So. Normale Schläge for the win. Wir haben leider kaum noch Zauber und ich glaube... Was? Hairspray? Willst du mich verarschen? Brauchen leider nichts. Oh, sie ist vergiftet, aber wir können das natürlich heilen.
Das ist das Gute daran. So, wir greifen erstmal den Kollegen hier, den machen wir erstmal fertig. Was? Ich dachte gerade schon, Rapp hat Fina angegriffen. So, Fina? Na, er ist schon tot. Aber jetzt können wir die Attacke wenigstens mal einsetzen. Dann sehen wir das mal. Oder besser gesagt nicht, wir müssen es ja im Menü machen. So richtige EP-Monster sind das hier. Kriegen wir richtig gut was weg. Die sollten wir alle mitnehmen. So. So, da ist ein netter kleiner Pilz. Bei Mario wäre es was Gutes, bei uns ist es was Schlechtes. So, hier ist es sogar heilen. Und einmal für dich. Yeah. Und Erfahrung, welche Erfahrung hat es? Ich glaube Wind, nee, Erde und Wasser hat es ein bisschen raufgebracht, ne? Ja, geht doch. So, wie sieht's eigentlich allgemein mit unseren Punkten aus? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, da könnten wir auch nochmal was machen. Ja, einmal einer für Mama, einer für Papa. So, und Rapp ist auch schon aufgefüllt. Noch ein letzter Punkt, um... Okay, wir hätten auch da oben lang gehen können, aber... Was ist da hinten? Nix. Doch, hier ist auch nochmal was, oder? Ja. Was ist das denn? Hallo, der Herr rennt vor uns weg. Was ist das denn für ein Gegner? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sieht aus wie so eine Eidechse. Krokodil. Das sind Krokodile? Die sehen aber geil aus. Wie stark sind die? Die scheinen nicht so stark zu sein. Was sollen wir machen? Ich habe leider nur noch 8 Punkte. Ich mache jetzt trotzdem mal die Feuersäule. Ich will das schnell beenden. Blaze, brightly, oh flame. Nimm das! ist eigentlich ganz okay. Was? Das ist super. Jetzt, ich versuch's nochmal. Jetzt will ich sehen. Geil. Geil. Das sind geile Gegner, was? Okay. Beenden wir's. Das ist ja arschgeil. Die haben einfach mal voll die Resistenz gegen alle unsere Waffen. Da können wir noch so stark sein. Oh nein, ich habe den falschen Zauber eingesetzt, oder? Lehmschwanz. Was? So stark? Die Gegner sind so stark? What the fuck? Das überrascht mich gerade. Fina ist gerade betäubt. Alter, das überrascht mich jetzt völlig. Und wie beleben wir jetzt Justin wieder? Die blöden Dorfbewohner, die lassen uns nicht. Nicht toll. Hört damit auf. Deswegen haben wir das Leben AM gekriegt. Aber ich habe noch mal einen Beleber, wir müssen nur durchhalten. Ich werde das jetzt mal so einsetzen. Rapp, du musst jetzt hier schnell rausholen. Ich habe noch mal eine Wiederbelebung, wenn ich mich nicht irre. Aber diese Gegner haben wir völlig unterschätzt. Alter, das war auf Max. Die Attacke. Und der hat es mal voll krass weggesteckt. Fina, kannst du jetzt endlich mal damit aufhören? Ja, die normalen Attacken machen ja eigentlich nichts. Deswegen können wir nicht normal angreifen. Wow, what the fuck, Rapp? Fina ist nicht mehr gelebt. Gelähmt, so. Jetzt machen wir erstmal... Ich muss irgendwas machen, was sie sofort alle tötet. Holzschlag, ausgerechnet der ist jetzt gerade. Ich mache jetzt erstmal alle heilen. Nicht angreifen! Wow, das war knapp. Ich hätte gern alle heilen 2, das wäre super geil. So, jetzt haben wir erstmal wieder beide zurück. In Ordnung. Jetzt kriegt ihr auf die Fresse. Nimmt das. So, wer hat am meisten Energie? Der hier.
Den werde ich mit der Feuerattacke angreifen. Nicht schlecht. Alter, sind die stark. Das ist ja nicht mehr wahr. Das ist ja nicht mehr wahr hier. Okay. Nimm das, du Übeltäter. Der Kampf gegen den Lizard. Das ist der Hammer. Wie wir ablosen. Lehmschwanz. Das war's mit Fina. Wir haben nur noch 83 Punkte bei Rapp. Ich könnte mich noch wegteleportieren. Ich habe aber noch Brenne. So. Der hier hat nur noch 14. Ich schaff das. Passt mal auf. Ich schaff das. Komm schon, stirb. Alles klar, jetzt hat auch er eine erhöhte Feuerstufe. Endlich mal. So. Einmal brennen habe ich noch. Ich müsste ihn damit kriegen. Dann haben wir das geschafft. Alter, wir haben einfach mal 2 von 3 Kriegern verloren. Das ist der Wahnsinn. Alter, ist der mächtig. Gibt's die Gegner oft in dem Spiel? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Das ist ja nicht mehr schön. Aber ich bin noch nicht gestorben. Ja, ich habe schon mit einem geschrieben, dass das vielleicht hart werden wird. Aber das ist ja übel. Ja, aber gerade so, lieber Rapp. 1200 Erfahrungspunkte. Leute. Das war eine Wucht. Sind da noch mehr von den Typen? Okay, Leute, ich würde die Folge jetzt erstmal beenden. Was ich jetzt machen werde, ist leveln. Ah, ah, da sind noch mehr! Alter, da sind noch mehr von den Typen. Die sind einfach wieder erschienen. Aber sie geben 1200 Punkte. Das heißt, mit denen werde ich leveln. Das heißt, Leute, wünscht mir Glück. Ich werde mich jetzt in Grandia begeben und kämpfen und kämpfen und kämpfen bis Level 30. Okay? Also, dann sehen wir uns neuer Frisch in der nächsten Folge wieder. Es wird wieder spannend. Also... Ich war der Crew Lloyd. Ciao, Leute.